So, jetzt sind wir so ein bisschen da angelangt, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt kommen wir zum Thema PDF und PDFA. Warum ist das und warum und wie könnte das denn überhaupt eine gute Idee sein, E-Mails als PDFA zu archivieren? Und warum ist Systemunabhängigkeit da vielleicht wichtig? Erstmal PDFA, denke ich, brauche ich nicht vorstellen, ist ein etablierter Standard für die Archivierung von Dokumenten, setzt auf PDF auf und schränkt PDF weiter ein, um eben sicherzustellen, dass meine Dokumente auch so sicher wie möglich auch in vielen Jahren von heute aus noch dargestellt werden können. Und ist heute zumindest im europäischen Raum eigentlich das Standardformat für statische Formate, für statische Dateien in digitalen Archiven. Ein ganz wichtiges Kriterium für PDFA ist die Vollständigkeit, also nur mal ein paar Beispiele hier. Schriften müssen eingebettet sein, Metadaten müssen eingebettet sein, Verschlüsselung ist verboten, weil das Passwort ja wieder was Externes wäre. Also die PDF-Datei, die PDFA-Datei muss alle Informationen in sich beinhalten, die für die Darstellung letztendlich relevant sind und benötigt werden. Interessant wird es jetzt, wenn wir uns das unter dem Aspekt E-Mail angucken, weil bei einer E-Mail habe ich ja häufig, also immer habe ich einen Header, immer habe ich einen Body, also einen Text-Teil, aber ich habe eventuell auch Attachments. Und wenn ich über das Archiv nachdenke, möchte ich sicherstellen, dass der Bezug, welcher E-Mail eigentlich zu welchem Attachment gehört und umgekehrt, dass ich das auch in 10 Jahren von heute an wieder rausfinden kann. Also wir haben einen Kunden, die haben wunderbar alles in ihrem Archiv gehalten. Da ging es jetzt nicht um E-Mail, sondern um Projektdaten. Und hatten die ganzen Dokumente wunderbar da und mussten dann irgendwann, weil der Anbieter bankrott gegangen ist, mussten dann migrieren. Hatten keine Probleme, natürlich die ganzen Dokumente rüber zu holen von einem Archivsystem in das andere. Aber die Bezüge, welches Dokument eigentlich zu welchem Projekt gehört, das steckte nur im Archivsystem drin. Und das war dann Handarbeit, diese ganzen Bezüge zwischen den Dokumenten im neuen System wiederherzustellen. Und da hat man dann gesagt, okay, wir wollen jetzt in Zukunft Projektakten archivieren, die vollständig sind, wo alle Dokumente, die zu einem Projekt dazugehören, auch in der Projektakte, in der Datei, die Projektakte darstellt, auch wirklich vorhanden ist. Und dann können wir relativ einfach von einem System ins andere migrieren. Und das kann man eben übertragen auf die E-Mail. Auch da ist es wichtig, dass die E-Mail-Datei, dass die Datei, die ich letztendlich in mein Archiv tue, in sich auch beinhaltet die Information, hatte diese E-Mail mal Attachments und welche waren das? So, und jetzt kommen wir ein bisschen weiter zum Thema PDFA. Es gibt ja 3 Standardteile und PDF als solches kennt erstmal Attachments. Also ich kann die Attachments aus meiner E-Mail-Datei auch in meine PDFA-Datei überführen. Ist aber in der ursprünglichen Variante, in der PDFA-1-Geschichte, nicht erlaubt. Da gibt es noch keine Attachments, einfach weil das auf einer älteren Variante von PDF basiert. Im PDFA-2-Standard ist es erlaubt, kann ich Attachments haben, aber, und das ist eigentlich logisch aus PDFA-Sicht, dort darf ich nur andere PDFA-Dateien einbetten. Und dann haben wir PDFA3, und da ist es jetzt, was neu ist, hier darf ich jetzt plötzlich beliebige andere Dateien in meinen PDFA3-Mantel einfügen. Erstmal aus PDFA-Sicht, ja, eine Frage, ist das denn überhaupt sinnvoll, jetzt plötzlich über so eine Hintertür beliebige Dokumente doch wieder zu erlauben im Archiv? Da muss man ganz klar sagen, nur dann, wenn man seine Prozesse im Griff hat. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wir hatten heute zum Beispiel auch mehrere Zugpferd-Vorträge hier, also diese elektronische Rechnung, wo ich eine XML-Datenstruktur in einem PDF-Container transportiere. Also
Es gibt sehr tolle Anwendungen dafür, um solche beliebigen Dokumente einzubetten. Aber ich muss wissen, was ich tue. PDF A2, PDF A1 ist immer archivtauglich. PDF A3 ist nur dann archivtauglich, wenn dabei bestimmte zusätzliche Regeln eingehalten werden. So, und wenn wir das jetzt auf E-Mail übertragen, bei PDF A1 bleibt uns nichts anderes übrig, als alle Attachments einfach als zusätzliche Seiten anzufügen. Bei PDF A2 können wir alle Attachments nach PDF A konvertieren und dann einbetten. Bei PDF A3 können wir Attachments im Original einbetten oder, was eigentlich das Bessere ist, die Attachments nach PDF A konvertieren und dann beides einbetten. Weil so, dann habe ich noch, keine Ahnung, bei einer Excel-Datei zum Beispiel die Möglichkeit, auch an die Formeln zu kommen, habe aber auch die Sicherheit, dass ich in vielen Jahren von heute aus die Dateien darstellen kann und dass ich keine extra Viewer mehr brauche dafür und so weiter. Also die ganzen Vorteile von PDF A. So, jetzt habe ich noch ein paar Empfehlungen. Wie sollte man das machen? Worauf muss man achten, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne das eingesehen, E-Mail ist im Prinzip ein bewegliches Format, ein bewegliches Ziel, PDF A ist eine gute Sache im Archiv. Ich will auch vielleicht einheitliche Daten haben im Archiv. Worauf muss ich dann achten? E-Mail-Header habe ich schon gesagt, also das, wo letztendlich der Absender, der Empfänger, der Carbon-Copy-Empfänger drinsteht, das Datum und so weiter. Alle diese Informationen sollte man in die Metadaten des PDFs übernehmen. Hatten wir vorhin auch gesehen, das ist auch schon im Steuerrecht empfohlen, dass man eben Metadaten aus dem Header mit im PDF hat oder mindestens im Archivsystem, wobei ich im Archivsystem eben wieder, das jetzt in Klammern, im Archivsystem habe ich halt wieder das Problem, dass ich bei einer Migration die Daten rausholen müsste, also besser Metadaten ins PDF übernehmen, dabei möglichst vordefinierte Properties nehmen. In PDF A brauche ich dann ein Extension-Schema, wenn ich eigene, also Datenfelder einfüge und ist vielleicht eine gute Idee, so die wichtigsten Header-Felder, den Versender, an wen das eigentlich gegangen ist, das Datum und so weiter, auch mit in den Seiteninhalt zu übernehmen. Das sehen wir gleich auch noch. Beim Body, also der eigentliche Textinhalt, meistens ist es Text, kann aber eben auch normaler ASCII-Text, normalerweise in einer E-Mail normaler, es ist reiner ASCII-Text, RTF, eine kleine Erweiterung erlaubt einfache Formatierungen oder HTML-E-Mails kennen wir alle. In der E-Mail ist es so, dass diese drei aus E-Mail-Sicht sind es eigentlich normalerweise Alternativen. Also eine E-Mail kann durchaus alle drei Bestandteile beinhalten. Jeder von Ihnen hat vielleicht schon mal eine E-Mail gekriegt und der eigene E-Mail-Client konnte dann zum Beispiel HTML nicht anzeigen. Dann sieht man in dem E-Mail-Text, in dem reinen Textteil nur, diese E-Mail benötigt einen neueren Browser, um sie darzustellen und die eigentliche Information steckt dann halt nur im HTML. Wenn ich das jetzt nach PDF konvertiere und mein Archiv lege und im Archiv finde ich dann nach 10 Jahren nur, diese E-Mail benötigt einen neueren Browser, um dargestellt zu werden, habe ich ein bisschen eine blöde Situation. Also da auf jeden Fall die Empfehlung, die normalerweise die reichste Variante, also HTML, da oben haben wir es, HTML einzubetten oder alternativ, wenn die im Hause die eigenen E-Mail-Clients HTML nicht können, dann halt das, was die E-Mail-Clients im Haus können. Bei HTML ist es wichtig, Bilder zu integrieren, weil auch da wieder die Situation, wenn es wirklich eine HTML-Datei E-Mail ist und die will ich im Archiv ablegen, gibt keine Garantie, dass ich solche referenzierten Bilder, die ich heute noch im Internet finde, auch noch in 10 Jahren dort finde. Im Gegenteil, das ist eher unwahrscheinlich. Also referenzierte Bilder in die PDF-Datei integrieren. Und bei HTML ist es noch wichtig, dass man auf die Seitenumbrüche achtet. Also ich möchte nicht, dass der Text auf der einen Seite, PDF ist ja seitenorientiert im Gegensatz zu HTML, dass der Text auf der einen Seite abgeschnitten ist und dann auf der nächsten Seite weiterläuft.
Ja, und bei Attachments haben wir jetzt schon ein bisschen was gesehen. Das ist eigentlich da, wo man sagt, okay, bei den Attachments wird es jetzt, wenn wir rein MSG, wenn wir rein E-Mail-Dateien archivieren wollen, spätestens da unübersichtlich, weil wir da eben so viele verschiedene Datenformate haben. Bei diesen vielen Datenformaten eben sehr die Frage zu stellen sind, ob die archivtauglich sind. Also in PDF den Formate-Zoo, die Vielzahl unterschiedlicher Formate reduzieren, ZIP-Dateien, ZIP-Archive entpacken, auch wenn sie verschachtelt sind. Die Ordnerstruktur kann man abbilden im PDF. Solche Attachments dann gerne aus dem Haupt-PDF, also aus dem, was aus dem Body geworden ist, eben verlinken. Und unten die Sachen zu den verschiedenen Standardteilen, hatte ich schon gesagt. Ja, und so würde das dann aussehen am Ende. Jetzt haben wir hier unsere E-Mail nach PDF-A konvertiert. Die Metadaten sind jetzt hier nicht dargestellt, die stecken aber in dem PDF mit drin. Dann haben wir hier die wichtigsten Header-Felder dargestellt und Subject auch noch ein Header-Feld. Dann gibt es hier Referenzen auf die Attachments. Einmal haben wir hier die PowerPoint-Datei, die hängt da dran und daraus ist dann eben auch eine PDF-Variante erstellt worden, die da auch dran hängt. Und zusätzlich haben wir hier noch, was in PDF A3 ja alles geht, noch die Original-E-Mail auch als EML-Datei. Also ich kann jetzt sogar mir das Ding in Acrobat öffnen, zum Beispiel auf das hier raufklicken auf das EML und dann öffnet er mir das wieder im E-Mail-Client und dann könnte ich sogar noch darauf antworten. Und hier links habe ich nochmal dargestellt, das ist nochmal das Gleiche wie hier im Prinzip, da hängen nochmal die Daten dann unter der Büroklammer als Attachment im PDF. Also so kann das aussehen. Jetzt fragt vielleicht der ein oder andere, okay, aber wird das nicht alles sehr viel größer dann? Also kriege ich dann nicht gigantische Archive? Das habe ich mir auch mal ein bisschen angeguckt. Also zunächst mal muss man sagen, E-Mail, habe ich vorhin gesagt, es ist erstmal ASCII 7-Bit. Also ist definitiv, jetzt gerade mal, wenn ich Binärdaten übertragen will, kein schlankes Format. Also reine Text-E-Mails sind schlank, muss man sagen, aber wenn sobald da Word-Dateien, Excel-Dateien, also sobald da irgendwas dranhängt, wird es in der Regel ca. 75% größer. Einfach dadurch, dass es nach ASCII 7-Bit konvertiert wird bei der Übertragung. Aber in der Regel, das ist natürlich applikationsabhängig, wie wir gesehen haben, in der Regel auch in den Formaten, die man dann auf der Platte findet. Ja, also ist programmabhängig, was die E-Mail-Programme letztendlich machen. Wie gesagt, in der Regel ist es deutlich größer, als man es erwarten würde, zumindest bei Attachments. Im Gegensatz dazu ist PDF extensiv komprimiert, also wo immer möglich ist alles komprimiert in PDF. Wenn ich eine Datei einbette in PDF, wird die in der Regel ZIP-komprimiert automatisch. Also ist deutlich kompakt. Auf der anderen Seite, klar, bei PDF-A muss ich Schriften einbetten, geräteneutrale Farben über Farbprofile. Also da kommt schon ein bisschen was dazu. Also was da hilft, ist nur die Statistik. Ich habe mal einfach einen Haufen Dateien mir angeguckt. Also normale Text-E-Mails, also hier wirklich reiner Text, ungefähr, war schon größer, 1,5-2 mal so groß wurde das PDF. Vor allem durch die Schriften. Ne? Die Schriften müssen ja in PDF-A immer eingebettet sein. Normale Textdateien haben jetzt erstmal überhaupt keinen Schriftenbezug. Das wählt der E-Mail-Client einfach aus. Dadurch wird es dann schon mal größer. Bei Attachments, also irgendwie Office-Dateien, ZIP-Dateien, was auch immer, andere PDF-Dateien, war das PDF etwa gleich groß. Liegt daran, dass eben Binärdaten da komprimiert werden können. Also ungefähr gleich groß, da haben wir eine Excel-Tabelle, ungefähr gleich groß, wenn ich beides einbette, wie es eigentlich empfohlen wird, dann ist das also gleich groß, wenn nur eins von beiden eingebettet wurde, das Original oder ein PDF. Wenn ich beides einbette, wird es wieder etwas größer. HTML, deutlich größer, muss man sagen. Also
Faktor deutlich über 1,5 bis 2,5 Mal, also 3, 4, 5 Mal so groß. Das liegt aber an den Bildern und war deswegen auch keine Regel abzusehen. Weil wenn ich da nur ein kleines Bild drin habe und gar keine Bilder, habe ich den Effekt nicht. Ich habe aber keine HTML-E-Mail gefunden, wo keine Bilder drin waren und alle, die ich konvertiert habe, waren deutlich größer, muss man sagen. Aber ich habe halt auch mehr Informationen. Ich habe halt dann auch die Bilder mit im Archiv, die normalerweise sonst im Archiv als externe Referenzen rumwirbeln würden, die ich im Zweifel in der Zukunft nicht mehr zugreifen kann. Okay, das ist jetzt schon so ein bisschen die Zusammenfassung. Erstmal E-Mail, das ist mir wichtig. E-Mail ist kein Standardformat. Das ist nichts, was standardisiert wäre. Das ist ein Standardprotokoll. Das ist festgelegt von der IW3C. Aber es ist nur ein Standardprotokoll und kein Standardformat. Und bei dem Format muss die Langzeittauglichkeit eben in Frage gestellt werden. Und das wird noch schwieriger, wenn wir auch Attachments mit in den Blick nehmen. E-Mail-Archivierung als PDF ist gesetzeskonform, also gesetzlicher Seite spricht zumindest nichts dagegen. Man darf E-Mails nach PDF-A konvertieren und dann ins Archiv legen. Und das hat Beweisqualität genauso wie alles andere, was ich dann sinnvoll wieder zur Anzeige bringen könnte. Aber wichtig, es sollte ohne Informationsverlust natürlich stattfinden. Deswegen soll ich da auf die Header-Informationen achten. Durch solche vollständigen PDF-A, sag mal, Ausdrucke von den E-Mails lassen sich Migrationskonzepte und Projekte für solche veraltenden Dateiformate vermeiden. Bin da halt sicher, einfach weil ich in meinem Archiv ein Archivierungsobjekt habe, was alle Informationen, die dazugehören, beinhaltet, in einem Standardformat, sodass, wenn ich ein neues Archivsystem bekomme, ich einfach den Haufen an Archivobjekten einlesen kann und das neue Archivsystem sollte dann dieses Standardformat nutzen und importieren können und gut ist. PDF-A3 als letzter Punkt ist eine interessante Geschichte in dem Umfeld, weil es da eben möglich ist, Fremdformate einzubetten und ich dadurch bei Attachments halt das Beste aus beiden Welten mitnehmen kann. Ja, das ist ganz kurz Color Software. Wir sind 16 Mitarbeiter in Berlin, machen weltweiten Vertrieb, haben große OEM-Kunden, zum Beispiel Adobe Acrobat, zwei Produktfamilien, PDF-A-Pilot für PDF-A, haben Sie schon gemerkt, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Dann haben wir noch ein anderes Standbein, das ist mehr im Publishing und Print, aber eben hat auch da alles bei uns hat mit PDF zu tun. Haben ein Buch geschrieben über PDF-A1 und können auch E-Mail-Archivierung als PDF-A. Dankeschön.